Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge God of War, der mittlerweile schon fünften. Und wir haben in der letzten Folge hier unten einen heftig schweren Kampf gehabt, muss ich sagen. Hier unten auf dem Areal und haben es jetzt aber geschafft und sind jetzt hier oben. Ja, und ich bin echt gespannt, wie es jetzt denn hier weitergeht. Irgend so eine komische Hexe ist im Hintergrund, die hört man auf jeden Fall. Was ist denn das da hinten? Da mal drauf. Gut, Leute, ich mache mal das Bildmachgerät an. Servus, Leute. Und wenn euch die Folge oder das Spiel genauso gut gefällt wie mir, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde mich alles sehr, sehr freuen. Was ist das? Frage ich mich auch gerade, was es ist. Sollen wir schauen, also werden wir jetzt gleich rausfinden, was das ist. Wir gehen also auf den gruseligen Gesang zu. Oh mein Gott, das hört sich gar nicht gut an. Alter Schwede. Ich glaube, ich muss da mal rangehen. Wiedergängerin. Wiedergängerin. Mutter erzählte mir einst, dass einige Hexen hier und da kleine Teile ihrer Seele eintauschen, um mächtiger in der Saö-Magie zu werden. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Irgendwann verlieren sie all ihre Menschlichkeit und werden zu Wiedergängerin. Sie können dann blitzschnell verschwinden und diese speziellen Wiedergängerinnen können über ihren Atem und Berührung Gift verbreiten. Die schaut aber richtig geil aus. Richtig nice. So, ich bräuchte mal ein bisschen Energie oder so. Ist auf jeden Fall eine Kiste, aber ist hier noch irgendwas? Ah, hier ist was. So ein bisschen heilen wieder. Okay, hier scheint auch was zu sein. Okay. Du
dort oben ist auch eine Kiste. Dann schauen wir mal einfach hier weiter. Warum hat sich der Mann bei unserem Haus angegriffen? Ich sagte doch, Junge, ich weiß es nicht. Sieh mal da oben! Und gleich mal fällt nicht, dass die hier... ...mal zum Ideen kommen. Ansetzen, so vielleicht. Okay. Na, erst holen wir uns mal die Kiste, würde ich sagen. Weicher Svartalmstahl. Wir müssen wohl wieder darauf. Aber wie? Folge mir. Okay. Schauen wir doch mal, ob wir hier einen Weg finden. Reingerannt. Alter Schwede. Ah, die Kämpfe sind schon geil gemacht. Heftig. Sieh mal hier, noch eins. Da steht, er heißt Rungir. Mutter hat von ihm erzählt. Ein Riesenkrieger aus Stein. Sieht aus wie eine große Schlacht. Da ist Odin, Thor, sogar die Weltenschlange. Oh! Thor hat ihm den Schädel zertrümmert. Siehst du? Aber da, Rungnirs Leiche fiel auf ihn drauf. Ach, Idiot. Was ist denn das hier? Kann man das irgendwie... was fallen lassen? Wohin jetzt? Hier. Junge. Jawohl. Diese Sprache habe ich schon mal gesehen.
Okay, wir sind voll. Ich nehme es jetzt mal nicht mit. Ich hoffe mal, dass die liegen bleiben. Ich weiß nicht, ob ich hier nochmal hochkomme. Auch zwei. Was ist das da drüben? Ah, das gibt mir hier meinen Wutbalken anscheinend. Macht das voll. Na, eins haben wir ja. Ja, da ist noch eins. Zwei geschafft. Oh, gibt's hier noch eins? Ein Siegel fehlt mir noch. Du hast gesagt, dass man uns vielleicht ausrauben will. Ich töte jeden, der das versucht. Ich habe keine Angst. Ah, das Wenn wir Siegel. Auf Menschen treffen, hältst du dich raus. Verstanden. Aber ich kann jetzt kämpfen. Du hältst dich raus, Junge. Sprech nicht mehr davon. Geklappt. So, dann machen wir doch mal auf hier, die Kiste. Und wir haben schon wieder so einen Apfel. 2 von 3, sehr schön. Beim dritten wird ja unsere Energie erhöht. So. Weg. Boah, was ist das? Auf. Nein. Nein, mach ich nicht. Nee, ich hab nicht. Tu nicht hochladen. Puh, heftiger Kampf. Komm!
halt hin. Okay, ich muss schauen, dass ich die betäube mit dem Fall und dann praktisch Gas gebe. Tapfer, Junge. Ja, okay, es geht schon. Wenn man ein bisschen mit Taktik spielt, funktioniert das schon. Schauen wir mal, ob es hier noch irgendwas gibt. Okay, machen wir hier mal auf. Anders machen. Ich glaube, das wird so gehen, dass ich den hier. Genau. Jetzt probieren wir es mal. Und dann rufen wir uns bloß die Axt zurück. Okay, das funktioniert nicht. Wie mache ich das?
Alles klar. Sehr gut. Alles klar. All diese Toten, ist es da drin sicher? Glaubst du, hier draußen ist es sicher? Das glaube ich auch nicht. Hier so. Jetzt! Sind das Hellläufer? Sie sind unberührt. Sieh doch. Los, macht schon mal Feuer! Sigmund, die Messer! So viele Tage ohne Fleisch. Ach du Scheiße. Wir? Hinter mich. Und wenn sie sich auch verwandeln? Wir müssen sie am Leben halten. Ihr Fleisch abschaben. Immer nur ein bisschen. Diesen Kampf kämpfe ich allein. Er benutzt euch! Und lasst ihn leben! Wartet auf eure Chance! Junge? Ich glaube, das hat er noch gekillt, oder? Schließ dein Herz davor. Komm jetzt. Vor uns liegt eine weitere Reise. Oh, es steht jetzt auf. Warte hier. Ich erledige das. Es ist vorbei. Schauen wir mal, ob es hier noch irgendwas gibt. Dann beruhige dich. Wir müssen einen Weg nach draußen finden. Oh. Gut, Leute. Geile Kämpfe, hey. Ich würde sagen... Die Kette. Jo, die Kette lassen wir in der nächsten Folge runter.
Ich würde sagen, Leute, wir machen an der Stelle einen Cut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein bisschen Support da. Würde mich sehr, sehr freuen. Immer einen Weg nach draußen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Euer Andi.